Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein aufgebraucht und platt gemacht Video für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe dieses Video eben schon angefangen zu drehen, habe eine halbe Stunde gedreht, sehr viel erzählt und hatte mein Mikro leider nicht eingesteckt. Deswegen machen wir das Ganze einfach nochmal von vorn. Verschiedene Dinge, die ich am Anfang auch noch erwähnen möchte. Zum einen habe ich diese Woche, also quasi bis zum 15.10. den Code SPA-CLAUDI. Der gibt euch bei Dalton 25% Rabatt auf alles, bis auf Gutscheinkarten und den Adventskalender. Und schaut super gerne einfach mal dort vorbei. Ich habe euch ganz, ganz viel in der Infobox verlinkt. Und ich mache auch tatsächlich eine Verlosung in diesem Video. Und zwar gibt es eine selbst zusammengestellte Beautybox zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ja, ich hatte schon angefangen. Es ist verrückt. Also hier steht schon einiges und ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal auch das Ganze nach den Kategorien jetzt erstmal so, was ich hier so stehen habe. Und starte doch einfach mal mit der dekorativen Kosmetik, die ich euch auch schon gezeigt habe. Ja, es ist gruselig. Man ist selber schuld. Ich habe eben auch schon ein anderes Video gedreht. Das drehe ich gleich nochmal. Da habe ich zuallererst von Nimya das Set It and Forget It Setting Spray verwendet. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Also mochte ich auch als Setting Spray gerne leiden. Hat einen schönen Sprühstoß und auch eine gute, festhaltende Wirkung. Der Duft hat mir auch gefallen. Das Negative daran war halt tatsächlich, dass der Sprühstoß ein Stück weit zu breit war, sodass mir das auch in die Haare gekommen ist und ich dadurch wirklich wie Haarspray auch in meinen Haaren drin hatte. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber an und für sich, ich habe davon Backup, ich mag das gerne leiden. Ne? Dann habe ich hier von Nabla den Brow Ambition aufgebraucht. Das ist dieser Augenbrauenstift. Ich habe das einfach in letzter Zeit lieber, dass ich meine Augenbrauen relativ natürlich auch zeichne. Also einfach nur ein bisschen auffülle und Augenbrauen-Gel reinmache und dann so kleine Lücken mit sowas eben auffülle. Wir haben hier auch so eine Pinselspitze mit dabei, mag ich wirklich gerne und kann ich auch total empfehlen. Und deswegen tolles Produkt, werde ich wahrscheinlich auch nachordern. Dann habe ich hier von Grande Lash Grande Cosmetics das Grande Brow aufgebraucht. Das ist ein ganz, ganz tolles Augenbrauenwachstumsserum. Du hast bei den Produkten von Grande Cosmetics, sowohl bei dem Wimpernserum als auch bei dem Augenbrauenserum, ich glaube auch bei dem Augenbrauenserum, oder? Hormone mit drin enthalten. Muss man für sich selber entscheiden, ob man das halt verwenden möchte oder nicht. Hormone bewirken halt einfach, dass die Wimpern nicht ausfallen und verlängern dadurch die Wachstumsdauer von dem jeweiligen Härchen, wo es dann ja auch wirkt. Ich finde es großartig. Nicht zu verwenden in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, das ist ganz, ganz wichtig. Eine Pinselseife habe ich aufgebraucht von Lethal Cosmetics, das ist diese hier, die mochte ich auch super gerne, würde ich aber nicht nachkaufen, weil zu teuer. Du hast nämlich hier im Deckel auch so ein Pinselreinigungspad mit dabei, was sehr, sehr praktisch ist. Die hat auch echt lange gehalten. Ich habe ja sonst die von DaVinci auch in Anwendung und ich würde sagen, dass die hier doppelt so lange hält. Jetzt muss ich noch tatsächlich mal gucken, wie das so preistechnisch aussieht, aber ich glaube, die war ungefähr dreimal so teuer. Mochte ich aber gerne. Also das ist eine ganz tolle Pinselseife gewesen. Die hat gut die Pinsel gereinigt. Das hat gut funktioniert. Das ist einer von diesen ganz alten Amber-Schwämmchen. Habe ich jetzt aussortiert. Also der ist jetzt auch mittlerweile an der Spitze rund und auch nicht mehr ganz so formgegeben und so, ne? Man sollte öfters mal seine Schwämmchen austauschen. Ich habe eine ganze Schublade voller Schwämmchen, sodass das dann halt auch, ne, kann ich länger verwenden, als es normalerweise üblich ist, weil ich da auch, einfach nicht jeden Tag das gleiche Schwämmchen verwende, ne? Aber ja. Dann habe ich hier auch aus meinem Project Pen tatsächlich aufgebraucht, Fenty Beauty, das ist dieses Pro Filter lose Puder, das Butter Powder, mochte ich gerne. Aber letztendlich ist es mir dann doch in Relation zu anderen Dosenpudern etwas zu austrocknen unter den Augen, wo ich es ja auch verwendet habe. Und auch ein bisschen zu gelbstichig. Also der Farbton war nicht ganz so meiner. Ich habe es aber gerne verwendet, wäre aber tatsächlich eher so Richtung Sommer ein Produkt für mich, weil das dann auch mehr meinem Hautton entspricht. Jetzt zum Ende hin wurde das Ganze schon ganz schön dunkel. Apropos dunkel, irgendwie ist das Bild auch relativ dunkel. Ich sehe aus, als hätte ich voll dunkle Haare. Was ist denn hier los? Kriege ich das noch heller? Ich glaube, so funktioniert es jetzt ein bisschen besser, ne? So, dann habe ich hier auch noch eine Nagelfeile. Die war okay, ist jetzt halt einfach aufgebraucht, ne? Ich fand die aber tatsächlich nicht so grobkörnig. Die war sehr, sehr fein zu meinen Händen.
was eigentlich ja ganz gut ist, ne? Ein paar Dalton-Produkte habe ich auch aufgebraucht. Da habe ich einmal hier die Hydro Boost Hyaluron Body Lotion. Die mochte ich als Body Lotion sehr, sehr gerne, weil die auch sehr schön leicht war und wirklich gut eingezogen ist und so weiter. Also gerade noch so Herbst, Sommer, Spätsommer war das super. Der Pumper war nur blöd. Also da habe ich nicht am Ende alles so rausbekommen, habe mir die dann so über Kopf gestellt und dann halt über Nacht immer wieder nachrutschen lassen und dann auch mit so einem Spatel rausgeholt und so. Und das hat dann ganz gut funktioniert, aber da muss ich wirklich sagen, hat mir die Verpackung leider nicht so gut gefallen. Und jetzt ist eh die Zeit, wo ich eher Richtung Body Butter gehe von Dalton und die ist so, so geil. Und ja, war ein gutes Produkt. Ist, glaube ich, auch in klein im Adventskalender drin, dass ihr die mal ausprobieren könnt. Aber wie gesagt, mir hat ja die Verpackung nicht so gut gefallen. Also ich weiß nicht, ob die, ich habe die ja schon ein paar Mal aufgebraucht, ne? Ob das jetzt einfach am Pumper lag, dass der nicht mehr gut war, keine Ahnung. Ja, dann habe ich hier noch das Niacinamid Serum, das ist aus der High Concentrates Reihe. Die High Concentrates sind ja so entwickelt, dass die so hoch konzentriert sind, dass sie gerade noch so für den regulären Verkauf zugelassen sind, ne? Denn Dalton ist ja Institutskosmetik, das heißt, du hast da wirklich sehr hohe Wirkstoffkonzentration in den Produkten drin und ja, das funktioniert sehr gut, macht ein ebenmäßiges Hautbild, beruhigt die Haut und gleicht zu Unebenheiten, so Pigmentflecken auch ein bisschen aus, ne, hält die auf und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also ein ganz tolles Serum, was ich euch auch echt empfehlen kann, das zu verwenden. Anfangs ein bisschen vorsichtig rantasten, weil wie gesagt, sehr hoch konzentriert, aber die Wirksamkeit davon ist krass. Meine Mama hat das auch verwendet und die fand das richtig geil. Also der hatte ich tatsächlich auch eins von Dalton gegeben oder die hat es noch in Anwendung, ich weiß es nicht. Sie hat mir auf jeden Fall schon mal gesagt, boah, das, was du mir da gegeben hast, ist richtig gut. Auch was richtig, richtig gut ist, was ihr, glaube ich, auch im Adventskalender findet, ist hier die Q10 Energy Boost Augencreme. Die habe ich morgens verwendet. Die ist super angenehm, sehr, sehr belebend, sehr empfehlenswert und du brauchst da auch nicht viel von. Die Q10-Reihe ist sowieso eher dafür da, um die Haut zu beleben und dadurch halt diesen Slow-Aging-Effekt zu geben. Sie spendet Feuchtigkeit und ich finde die halt für morgens total perfekt, weil du darauf halt auch super Concealer und so ein Kram verwenden kannst, also Schminke und so. Und das hat mir einfach gut gefallen. Möchte ich empfehlen und ja, richtig gut. Auch für die Augen habe ich hier die Hydrogel-Augenpads aufgebraucht von Dalton. Ich weiß nicht, ob da gleich noch welche folgen. Ich habe ja, wie gesagt, die Hälfte von dem Ding hier ausgepackt und mochte ich, mag ich, liebe ich, beste Augenpads, die es auf dem Markt gibt, ne? Und ihr könnt mit diesen Dingern halt über Kopf an der Decke staubsaugen, sofern ihr schafft, an die Decke zu kommen und dann Staub zu saugen. Aber die sind halt großartig. Die haben Feuchtigkeit durch diese Hyaluronsäure, die dabei ist, die beruhigen durch das Panthenol. Dann hast du hier auch Plankton und Rotalge mit dabei und das macht halt die Faltentiefe weniger und verringert Krähenfüße und so weiter. Und das sind super, super geile Augenpads und ich kann sie euch einfach von Herzen empfehlen, dass ihr die einfach mal ausprobiert. Ne? Genau, also ja, sehr, sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier auch noch einen Toner aufgebraucht, das ist das Classic Clean erfrischende Gesichtswasser, habe ich morgens verwendet und das hat mir so gut gefallen, weil das halt die Haut erfrischt hat. Und ich habe das einfach, wenn ich so nachts schlafe, ich fühle mich morgens echt oft spackig und dann genieße ich meine Morgendusche, meine Morgenroutine und dass ich dann dort mich einfach wach mache am Waschtisch und klarkomme in meiner verkackten Welt. Das hilft mir einfach dabei und das funktioniert einfach immer und funktioniert immer gut und das reizt meine Haut nicht, das gefällt meiner Haut und Dalton ist sowieso eine Marke, wo ich richtig drauf vertraue. Das ist durch die Kooperation natürlich entstanden, weil ich dadurch auch die Möglichkeit hatte, oder habe, mich durch super viele Produkte durchzutesten, ne? Und da ja, ist eine wirklich große Liebe von meiner Seite entstanden, weil ich einfach eine so krass verbesserte Haut dadurch bekommen habe. Dadurch, dass ich mich dann ja auch in der ganzen Geschichte mehr mit Inhaltsstoffen auseinandergesetzt habe und so. Ne? Und halt auch jederzeit einen Ansprechpartner dort habe, dass ich halt auch jemanden fragen kann, Mensch, ich habe das und das Problem, was soll ich machen? Und da wird mir halt wirklich geholfen. Und das macht mich halt einfach sehr, 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 sehr glücklich. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich auch in meiner eigenen Cloudy Bag drin habe oder hatte. Ich weiß nicht, ob es die Bag noch gibt. Sensitive Care Derma Balance, das ist die beruhigende Creme Medium. Das ist eigentlich eine Creme für das Gesicht. Ich verwende die super gerne als Aftershave Creme. Also vor allem im Unterstübchen ist die so genial. Ich habe dadurch keine eingewachsenen Härchen mehr, keinen Rasurbrand mehr, kein unangenehmes Gefühl. Und die möchte ich euch einfach von Herzen empfehlen und ja, die ist klasse und du kannst sie natürlich auch im Gesicht anwenden, gar kein Problem. Da sind halt keine Parfümstoffe und so weiter drin und deswegen macht das halt wirklich was aus, ne, bei der ganzen Geschichte. So, dann habe ich hier, ja,
Körperpeeling habe ich eins von Garancia Lea gemacht, von Garancia, das Pschit Magique. Das ist wirklich magisch. Ich glaube, das wirkt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, was ist das? Ist das mit Säure oder so? Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, Milchsäure müsste das dann sein, ne? Und Kaffee, robuster Seed Extract. Ja, ist aber ein Schaum. Und ich habe erst gar nicht verstanden, dass das wirklich was macht, weil ich dachte so, ja gut, machst du Schaum drauf, lässt eine Minute oder zwei einwirken, wäscht es ab, ne? Du hast halt nicht diese Schrubbelwirkung, aber es ist halt genau das gleiche wie im Gesicht. Es wirkt. Und als ich dann das Ding leer hatte und auf das nächste Peeling gestiegen bin, und zwar auf dieses von Evoluderm, habe ich erst so richtig gemerkt, was es gemacht hat. Denn hierdurch hatte ich dann wieder Erdbeerbeine, das hat alles irgendwie nicht so richtig geschrubbelt und das hat nicht wirklich gepeelt. Das war halt mehr wie so ein Waschgel, mehr oder weniger, für den Körper. Und das fand ich halt schade, ne? Also deswegen, das mochte ich leider nicht so gerne. Das von Garancia mochte ich sehr gerne. Bin aber eigentlich beim Körper eher so für die Schrubbelpeelings, also so Salzpeelings, Zuckerpeelings, das ist voll meine Welt. Dieses Shampoo von L'Oreal El Vital Dreamlinks hatte auch so ein zwiegespaltenes Verhältnis in mir ausgelöst. Also erst fand ich das richtig gut, so die ersten zwei Drittel, die da drin waren, und dann das letzte Drittel, das hat bei mir Probleme verursacht. Ich habe echt alle zwei Tage, alle drei Tage Haare waschen können. Und dann irgendwann wurden meine Haare immer wieder schneller fettig. Immer wieder schneller. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass meine Haare sich dran gewöhnt haben. Und da musste ich halt zwischenzeitlich immer wieder ein anderes Shampoo verwenden, weil ansonsten meine Haare einfach zu fettig aussahen. Selbst wenn ich am Abend vorher geduscht habe, mit Haare waschen und so weiter, hatte ich dann am nächsten Tag wirklich so eine Platte, und das war super unangenehm. Kann natürlich, werden jetzt auch viele schreiben, an Silikon und so weiter liegen, ne? Aber das war halt, wie gesagt, zu groß, 300 Milliliter, und ich wechsle ja immer, wenn ein Shampoo leer ist, nehme ich dann ein anderes Shampoo, sodass die Haare sich nicht dran gewöhnen können und so weiter, und das funktioniert eigentlich immer richtig gut, und ich glaube, dass da einfach die Packung zu groß für mich war. Auch für die Haare verwendet habe ich von Darf das Intensive Repair Produkt, das ist ein Conditioner, der hat auch gut genährt, mochte ich eigentlich ganz gerne leiden, hat jetzt nicht so die super feuchtigkeitsspendende Wirkung gehabt, wie jetzt zum Beispiel der Conditioner, den ich aktuell von The Body Shop in Anwendung habe, war aber okay, ne? Also kann man definitiv machen. Eine Fußbutter von Balea habe ich hier aufgebraucht mit süßem Duft nach Schokolade, das fand ich schon witzig, muss ich sagen, vor allem wenn ich meine Abendroutine mache, dann ist es ja auch immer so, dass ich im Wechsel immer Gesicht, Körper mache, ne? Und dann habe ich irgendwann diesen Schokoduft halt im Gesicht gehabt und habe ich gefragt, hä, wo kommt das denn jetzt auf einmal weg, ne? Das kam von der Fußbutter, jo. Mochte ich gerne, und ich pflege gerne meine Füße. Ich finde es auch super, super wichtig und kann euch das einfach auch nur immer wieder ans Herz legen zu tun. Denn Füße sind so, so wichtig und sollten in der Pflege nicht vernachlässigt werden. Ein Toner, den ich aufgebraucht habe von Catrice, ist hier dieser aus der Dschungelbuchreihe. Den fand ich zu schwierig. Also den konnte ich wirklich nur abends verwenden, weil darauf vieles an Pflege gekrümelt hat und dass ich danach später mal irgendwann Make-up auftrage, war gar nicht dran zu denken. Also der war, ich glaube, sogar einfach zu reichhaltig. Der kam raus wie eine Lotion, und ich habe eine trockene, sensible Haut, und eigentlich hätte ich gedacht, dass meine Haut darauf steht, stand sie leider nicht. Und schade Schokolade. Also das ist halt immer so die Sache, ne? Wenn du halt eine Marke hast, die jetzt nicht unbedingt auf Skincare spezialisiert ist und aus dem Skincare-Bereich kommen, ist es manchmal schwierig, wenn die dann halt Skincare-Produkte rausbringen. Da weiß man nie, ob das wirklich was ist, ne? Wo wir schon mal beim Gesicht sind, da habe ich von Don Toden dieses Produkt aufgebraucht. Das ist eine Mundspülung, die ist sensitiv, die ist ohne Alkohol und so weiter, und ich finde die super. Also ich verwende die mehrmals täglich, morgens nach dem hier Zahnseide verwenden sowieso, und dann immer mal wieder über den Tag, wenn ich einfach so ein frisches Gefühl haben will. Manchmal habe ich so ein Pappmaul, und dann kommt das ganz gut. Mag ich einfach gerne, und das ist auch die beste Mundspülung, die ich so bislang getestet habe, ne? Ansonsten waren die vielleicht zu scharf, also ich habe sehr empfindliches Zahnfleisch, dass es dann gebrannt hat oder unangenehm sich angefühlt hat oder so, also damit gar nicht. Was für einen Körper habe ich aufgebraucht, habe ich von einer ehemaligen Arbeitskollegin bekommen, die bei Ringana arbeitet, Fresh Body Wash. Das mochte ich persönlich jetzt nicht so gerne, weil ich bin dann halt so jemand, die sagt, okay, unter der Dusche kann ich da auch gerne als Körpergedönsen was mit mega geilem Duft haben. Also da, ne, raste ich einfach gerne aus, und das war mir einfach zu wenig. Es hat sauber gemacht, aber es war halt irgendwie langweilig. Das war so mein Empfinden davon, wohingegen ich das Shampoo richtig, richtig gut finde. Dann habe ich hier einen Lichtschutzfaktor leer gemacht von Isntree mit Hyaluronsäure. Das ist ein 50+ Lichtschutzfaktor. Den konnte ich, als es noch wirklich wärmer war und die Sonneneinstrahlung auch intensiver war, super gut verwenden. Aber jetzt so
zum Ende hin wieder der Verpackung hat mich das Produkt irgendwie enttäuscht, weil ich habe mehr Unterlagerung dadurch bekommen, hatte hier unten immer wieder Unreinheiten, habe ich jetzt ja auch schon wieder, ne? Ich habe jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, erst wieder angefangen, den von Dalton zu verwenden und ja, das fand ich ein bisschen schade, der ist aber noch haltbar, also von daher gar keine Ahnung, was damit los war und weswegen das dann am Ende nicht mehr so funktionieren wollte. Eigentlich hätte es ja noch weiter funktionieren sollen, ne? Aber gut, habe ich aufgebraucht. Dann habe ich ein paar Gesichtsmasken aufgebraucht. Ich verwende ein paar. Ich mache jetzt erstmal die Pöttchenmasken. Ich mache das gerne morgens, wenn ich meine Zähne putze, dass ich mir Augenpads drauf mache und eine Crememaske und das Ganze wirkt dann ein, während ich dann Zähne putze und so weiter, meine Pinsel wasche und das ist wirklich eine gute Routine. Jeden Tag habe ich eine andere Maske, die ich verwende, abgestimmt auf meine generelle Hautpflege, also wenn ich jetzt auch Retinol mit einbinde oder auch Peelings und so weiter, dass man da einfach schaut, ne, dass man am nächsten Tag das Ganze eher beruhigender verwendet und so weiter, also beruhigendere Produkte und das hat wirklich auch einen ganz guten Effekt bei mir. Man sagt ja normalerweise, also steht ja auf den jeweiligen Pöttchen drauf, 2 bis 3 Mal pro Woche oder sowas, ne? Aber wenn du dann halt so diesen Mix hast aus verschiedenen Masken, geht das. Und das funktioniert super bei mir. Hier habe ich von Fourth Ray, das ist die Pflegelinie von Colourpop, die Avocado-Maske verwendet. Ich glaube, die habe ich sogar schon zum 2. Mal aufgebraucht. Eine sehr, sehr nährende Maske, die mir gut gefallen hat. Sah morgens ein bisschen aus wie der Hulk, was ich sehr witzig fand. Hier habe ich eine Vitamin-C-Maske und zwar die My Little Beauty Königinnen-Gesichtsmaske. Hatte ich mal aus Trashy rausgenommen. Die mochte ich auch gerne. Gerade für morgens ist es natürlich super, ne? Wenn du dann was mit Vitamin-C verwendest. Dann habe ich immer an dem Tag, wo ich das verwendet habe, auch nicht nochmal zusätzlichen Vitamin-C-Serum verwendet, weil das dann schon wieder zu viel Vitamin-C für meine Haut gewesen wäre und sie dann dementsprechend reagiert hätte. Aber ja, als Maske hat es super funktioniert, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich hier von Embryolisse eine Intense Moisturizing Mask aufgebraucht. Das ist diese hier. Mochte ich auch gerne. Hat gut auch meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Den Duft fand ich hier nur ein bisschen merkwürdig. Also das hat so ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche geduftet. Aber ich glaube, das soll irgendwie parfümstofffrei oder sowas sein. Das weiß ich gar nicht. Es soll auf jeden Fall ja für supersensible Haut auch geeignet sein. Ja, aber hat halt seinen Pflegedienst verrichtet, um das mal so zu sagen. Etwas, was auch seinen Pflegedienst an und für sich verrichtet hat, ich aber nicht nochmal nachkaufen würde, weil ich persönlich dann einfach noch mehr Feuchtigkeit für meine Haare verwenden wollen würde, ist hier von bei Beauty Bay, also das ist die Eigenmarke von Beauty Bay, die Mask Ultra Hydrate mit Hyaluronsäure und Meadow Foam. Ja. Die hatte ich in so einer Surprise-Box mal mit dabei, ne? Die war okay, die kann man auf jeden Fall auch machen und sie macht auch so ein Ergebnis, also gestern aufgebraucht. Das ist dann das Ergebnis von der Maske. Sieht soweit so gut dann ja auch aus. Ich persönlich präferiere halt einfach, wenn das Ganze noch pflegender ist. So halt, ne? Masken verwende ich oder halt Haarmasken verwende ich 2 Mal die Woche, dienstags und freitags. Und die war halt solide. Etwas, was ich euch so super krass ans Herz legen möchte, sind von Facel diese Menstruationswärmepflaster. Die habe ich jetzt ja wieder in normaler Anwendung. Ich hatte die auch während der Schwangerschaft ab und an mal verwendet, wenn ich so ja Vorwehen und so ein Kram hatte. Ne? Das war halt auch wirklich so eine Sache, wo man gesagt hat, okay, da brauchst du eine Wärmflasche, aber manchmal ist es ja auch so, dass ich dann hier oben Videos drehe oder dass ich einfach unterwegs bin oder so und du dann nicht immer eine Wärmflasche mit dir rumschlüren willst. Und deswegen ist es eine ganz gute Sache, wenn es halt diese Wärmepflaster gibt, die wärmen super angenehm, ohne zu heiß zu werden. Die trägst du dir halt direkt auf deine Zone auf halt, ne? Also Richtung Intimbereich ist es dann ja, dann hast du ja hier diesen Knick auch mit dabei, sodass du auch ganz normal sitzen kannst, ohne so, dass sich das irgendwie unangenehm anfühlt. Ich finde die hier wirklich, wirklich gut. Die halten auch richtig gut. Also, ja, habe ich damals auch kennengelernt, als ich auch noch ganz normal im Büro gearbeitet habe. Und 1A, wirklich 1A. Ich habe so viele Masken aufgebraucht, weil ich ja auch ganz viele Adventskalender mit euch zusammen auspacke und euch dann auch immer recht schnell eine Review dazu geben möchte. Und da, ja, fangen wir jetzt mal mit dem Stapel hier an. Okraphytomucin Relaxing Mask habe ich hier von J. June. Das zog Fliegen an, weil das leider vom Duft her sehr interessant war. War nass, dünn und gut. Also mir gefiel die an und für sich super, aber wie gesagt, das mit den Fliegen. Ich hatte auf einmal sehr viele Freunde im Badezimmer. Von Balea aus einer Limited Edition die Hydrogel Augenpads habe ich verwendet. Das sind die mit Blaubeere. Die haben erstaunlich gut gesessen. Also sind tatsächlich nicht so viel gewandert, wie man das normalerweise so kennt von denen von Balea auch, ne? Weil die ja sonst auch relativ dick sind. Dann die Augenpads fand ich auch toll von Ondo, Caffeine and Green Tea. Die fand ich mega, das war ein ganz toller Wachmacher. Klar, grüner Tee und Kaffee stehen da halt auch einfach für. Ne? Von Starskin habe ich hier diese Dream Kiss Plumping and Hydrating Lippenmaske gemacht.
mit einer der besten Lippenmasken, die ich so kenne. Ich bin ja eigentlich so, dass ich sage, oh, brauchst du nicht, mach dir dicke Lippenpflege drauf, fertig, reicht. Ne? Aber wenn man halt wirklich so einen Drehtag hat, wie ich zum Beispiel, oder wenn man in einem Job ist, wo man viel redet oder wo man halt irgendwie, ne, das, oder wenn man was Scharfes gegessen hat oder so, ne, das tut einfach gut, dann einfach so eine Lippenmaske zu machen. Und die ist sehr dünn, sehr, sehr gut und sehr, sehr pflegend. Hier habe ich Augenpads gemacht von 123. I like it, Hyaluronsäure-Augenpads, und die sind dünn wie ein Abschminktuch, gibt Feuchtigkeit und kühlt, aber war eher so, naja, von der Pflegewirkung her. Also das würde ich persönlich mir jetzt im Laden so nicht kaufen. Nochmal von Starskin die Lippenmaske aufgebraucht, das ist ein sehr gutes Produkt. Augenpads von Sephora, nee, das ist die Gesichtsmaske von Sephora, die Wassermelonenmaske. 5 Minuten muss die nur drauf bleiben. Die ist super nass, super dünn, super, super gut. Also die mag ich auch super, super gerne. Sephora hat aber auch diese Koffein-Augenpads, die so gut sind. Super dünnes Hydrogel und ist richtig, richtig gut. Kann ich euch wirklich empfehlen. Augenbrauenrasierer von Evelyn habe ich auch aufgebraucht. Es ist so, dass ich mittlerweile halt auch dazu übergegangen bin. Also damals habe ich mein, ich will, dass man meine Kette sieht. Das ist ein J hier drauf. Das steht für Julius. Ich will die zeigen. Kann ich eigentlich auch so machen, ne? Aber dann rutscht es trotzdem wieder mit rein. Ich brauche mehr Ausschnitt hier. Claudi, zeig doch mal was hier. Auf jeden Fall, Augenbrauenrasierer. Es ist so, dass ich damals mein Gesicht epiliert habe und das tut schon weh. Ne? Ich hatte mich irgendwann dran gewöhnt, das war auch in Ordnung. Es ist so, dass es dann auch langanhaltend ist und so weiter. Aber irgendwann habe ich gesagt, boah, nee, gar keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich halt diese Augenbrauenformer genommen für meine Augenbrauen generell, weil ich nicht mehr zupfen wollte. Weil vielleicht kommt irgendwann der Trend, dass Augenbrauen in total messy mega angesagt sind. Also ich rasiere mir ja nicht irgendwie die dünner, sondern wenn jetzt irgendwie hier unten so ein Härchen ist oder so, ne, das wird dann halt wegrasiert. Oder hier zwischen halt auch so ein bisschen. Also wenn irgendwo random irgendwelche Haare wachsen. Ich habe ja von Haus aus jetzt nicht so super dicke Augenbrauen. Nun, und dann rasiere ich mir aber auch mein Gesicht damit. Das heißt, ich rasiere meine Stirn, ich rasiere hier auch an den Schläfen und hier auch mein Fläumchen so ein bisschen, ne? Und auch ganz merkwürdig hier hinterm Ohrläppchen. Nun, auf jeden Fall rasiere ich da mein Gesicht und ich finde, dass es einfach gut ist und mir gut gefällt. Man muss halt die ersten ein, zwei Tage ungefähr, nachdem man das gemacht hat, ein bisschen aufpassen, ein bisschen sanftere Produkte dann verwenden, weil dadurch, dass du ja auch rasierst, gehst du ja mit einer Klinge über deine Haut, trägst damit dann ja auch die abgestorbenen Hautschüppchen ab und solltest das dann auch zum Beispiel anstelle von einem Peeling verwenden. Ne? Also nicht dann irgendwie noch einen Tag später dein Gesicht peelen. Nie. Die arme Haut, es sei denn, du hast eine richtig krasse Haut, die das alles verträgt. Meine Haut verträgt es nicht. Und ja, die sind eigentlich effektiv von Evelyn, kann ich empfehlen. Brauchst jetzt auch nicht super teure, ne? Die sind ja auch echt günstig und kann man gut verwenden. Und ich finde, die kannst du auch mehrfach anwenden. Hier habe ich dann die Hydrogel-Lippmaske verwendet. Die gibt es, glaube ich, im Action. Und da habe ich auch ein paar mehr von verwendet. Kann man machen, aber die rutschen halt wie Bolle. Also das ist richtig krass. Die sind sehr, sehr dick und die rutschen nicht. Die flappen runter. Und ja, ich mache mir das dann immer so drauf, dass ich dann so mit den Lippen mehr oder weniger drauf beiße und das dann so festhalte. Oder ich mache mir die drauf und darüber nochmal eine Tuchmaske. Dann hält die Tuchmaske das fest. Ne? Ja, ist aber eine ganz angenehme Sache. Würde ich mir aber nicht angucken. Aktiv selber kaufen. Die Schäbens Lifting Augengel Pads mit, was ist denn hier drin? Antifalteneffekt. Okay, mit Traube wird das dann ja wahrscheinlich sein, sind besser geworden. Die sind größer und die rutschen nicht mehr. Und das mochte ich gerne. Hat auch eine gute Wirkung erzielt. Hier habe ich von CNC die Biozellulose-Maske mit Hyaluron und Aloe Vera. Die fand ich richtig, richtig gut. Die hat nämlich nicht nur Hyaluron und Aloe Vera drin, sondern auch Centella Asiatica, Niacinamide und Panthenol. Man sollte sich, wenn man Gesichtsmasken auch verwendet, die Inhaltsstoffe so ein bisschen durchlesen. Und wenn man gerade auch aktuell zum Beispiel Niacinamid-Seren verwendet und das dann gegebenenfalls sogar noch nach der Maske zusätzlich auftragen wollen würde, sollte man darauf achten, dass halt in Masken nicht schon Niacinamide drin sind, weil sonst kann es halt einfach sein, dass du zu viel Wirkstoffe auf dein Gesicht gibst. Ne? Da sollte man einfach aufpassen. Ich empfehle euch einfach, dass man die Inhaltsstoffe, die halt drauf abgedruckt sind, eben auf solche Sachen kurz mal durchliest. Genau, Panthenol beruhigt, Niacinamide gleichen aus, Centella Asiatica beruhigt halt auch nochmal und repariert und es ist einfach dünn, nass, beruhigt, glitschig, finde ich richtig geil. Also eine ganz tolle Fließkonsistenz, eine ganz tolle Serumbeschaffenheit, also die war gut. Von Patchology habe ich die Surf Chilled on Ice Firming Eye Gels aufgebraucht. Die mochte ich auch ganz gerne leiden. Das sind schöne Augenpads gewesen.
Dann habe ich hier von Hey Organic noch eine Maske verwendet. Your Must Have for Glowy Skin. Die Augen waren schön groß bei dem Vlies, hat toll Feuchtigkeit gegeben, hatte aber leider ein relativ dickes Vlies. Also das sollte vielleicht geändert werden. Dicke Vliese finde ich einfach unpraktisch, weil dann flappt das gerne mal, dann sitzt das nicht so gut und ich bewege mich halt, während ich eine Maske drauf habe. Ich liege da nicht einfach nur so rum und warte, dass das alles eindringt, sondern ich habe dann in dem Sinne auch, dass ich meinen Körper pflege, dass ich rumwusel und dies, das, Ananas mache. Und dann wünsche ich mir halt auch immer, dass die Vliese halten und ihren Job dort verrichten. Nochmal gemacht, die 1-2-3 Augenpatches, I like it, ne? Ja, waren wie gesagt gut. Okay, waren sie. Dann hier nochmal von Facel, Menstruationswärmepflaster. Ist halt einzeln verpackt da drin. Von L'Oreal, Vitamin C, sofort Glow. Mochte ich auch ganz gerne. Krasses Serum, tolle Strahlkraft. Da musst du halt wirklich aufpassen hier, dass du danach nicht irgendwie nochmal Vitamin C Serum aufträgst, ne? Weil das ist eine Maske, die ich morgens verwendet habe. Hier habe ich noch eine Maske, die ich auch richtig gut finde von Dr. Jart Plus. Die Soothing Hydra Solution. Und das beruhigt mit Kamille oder so, habe ich aufgeschrieben. Fand ich voll gut, hat mir richtig gut gefallen. Eine ganz, ganz tolle Tuchmaske war das. Payet Augenpads habe ich hier gehabt, hauchdünn und kein Rutschen, war etwas pflegend, aber halt nichts, wo ich sagen würde, muss ich unbedingt mir nachkaufen. Für meine Füße habe ich hier die Self Aesthetic Soft Food Mask von G9 Skin verwendet, fand ich sehr gut, wenn auch etwas klein, ich habe halt Schuhgröße 41 und manchmal muss ich mich dann in solche Sockenmasken reinquetschen und das ist aber einfach eine hydratisierende Maske und keine Hornhautentfernungsmaske oder so. Deswegen, ja. Dann habe ich hier von The Body Shop die Vitamin E Maske verwendet, die hydratisieren soll. Die hatte leider halt ein dickes Vlies, aber halt eine super schöne Pflege, hat Feuchtigkeit gegeben und Beruhigung. Also mochte meine Haut sehr, sehr gerne. Ich verstehe nur nicht, warum manche Firmen halt diese dicken Vliese verwenden, weil das macht ja gar keinen Sinn irgendwie, ne? Nochmal gemacht hier diese Maske, also ob du jetzt die rote oder die goldene Variante hast, ist glaube ich Peng. Von Balea die bedruckte Tuchmaske mit Hyaluron und Blaubeerextrakt habe ich gemacht, fand ich auch zu dick. Pflege war okay, aber da kannst du dir halt genauso gut auch so eine K-Beauty-Maske oder so holen, ne? Die sind dann auch eigentlich eher unwesentlich teurer. Von Patchouli die Rosé Eye Gels und die waren auch sehr, sehr cool. Fresh habe ich mir drauf geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Nochmal die Lippenmaske, die Gold Lip Mask habe ich hier gemacht. Die Blaubeermaske, von wem bist du denn? Eine koreanische, All Natural, genau, war dicker als erwartet. So viel Serum, angenehm und strahlende Haut. Genau, aber wie gesagt, halt leider wieder zu dick. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Hier habe ich noch von Barolab die Hyaluron Hydrating Maske gemacht. Die war super dünn, super nass, super pflegend, super angenehm. Super empfehlenswert und mochte ich auch sehr, sehr gerne. So, dann habe ich hier den Eistee von Tree of Tea. Die gibt es ja bei meinem Müsli mit Wasser, Melone und Erdbeere genommen. Ich habe hier oben ja immer mein Glas stehen, wo ich mir immer einen Tee reinmache. Das ist jetzt hier einer von DM Bio, aber den hatte ich ja auch eine ganze Zeit drin. Der war super lecker. Also von alleine aus richtig auch richtig schön schon gesüßt und so. Ne? Oh, mochte ich sehr, sehr gerne. Wenn man schon mal das Ding in der Hand hat, dann kann man auch trinken, ne? Den habe ich jetzt eben bei uns auf der Dunstabzugshaube wieder gefunden. Von Arbeit May Mykonos aus Griechenland. Das ist so ein Raumduft. Und Leute, die Stäbchen riechen immer noch, ne? Der Raum hat nicht mehr danach gerochen, aber wenn ich jetzt an die Stäbchen meine Nase ranhalte, es riecht immer noch. Und da sage ich es einfach nochmal, es ist einfach so. Arbeit and May hat für mich auch die langanhaltendsten Düfte. Da kann Rituals echt gegen einstecken. Das ist halt einfach so. Und deswegen mochte ich sehr, sehr gerne und freue mich drauf, dann demnächst wieder weitere Düfte dort auch in der Küche zu haben. Und gerade in der Küche finde ich das immer ganz schön, wenn man da was hat, was dann auch so ein bisschen diese anderen Düfte, die da sind, so überdeckt, ne? Ja, jetzt machen wir mit den Produkten weiter, die sich noch in meiner Kiste befinden. Da habe ich hier von Dalton ein so geiles Produkt, die Oyster Skin Balance Maske. Das ist diese hier, das ist wirklich eine Maske, die man super tragen kann, wenn man Unreinheiten hat, weil die ist entzündungshemmend und trocknet dann halt aber auch so ein bisschen den Pickel aus, wie auch immer, aber ohne halt die komplette Haut so austrocknen zu lassen. Die hier nehme ich halt wirklich, wenn Erdbeerwoche ansteht oder wenn Erdbeerwoche am Start ist und Mr. Fred und seine Ausflugsfamilie wieder auf meinem Kinn Platz nehmen wollen. Das muss man auch nicht im ganzen Gesicht auftragen. Das ist halt super praktisch. Machst es halt da, wo du es halt haben möchtest und dann hilft es halt wirklich gut. Ne? Eine ganz tolle Maske. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ne? Dann habe ich hier,
von Balea die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron- und Kirschextrakt gemacht. Auch die waren gut, kann man auf jeden Fall sich anschauen und machen. Dann habe ich von Dermalogica die Multivitamin Power Firm Age Smart Geschichte aufgebraucht. Das dürfte eine Augencreme gewesen sein. Fand ich leider für mich persönlich zu trocken. Also die hat bei mir nicht so wirklich, die hat sich nicht so gut angefühlt. Ne? Sag ich, wie es ist. Und ich habe sie aufgebraucht, ich habe sie verwendet, aber die war auch so von der Konsistenz her ganz silikonig eher so. Und wenn ich die verteilt habe, hat sich das schon fast so angefühlt, als wäre die stumpf. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also mir persönlich hat sie leider nicht so gut gefallen. Von Essie habe ich hier einen Topcoat aufgebraucht, der so gut ist. Und zwar ist das einfach dieses Gel Couture Gedönsen. Ne? Damit kriegst du so langanhaltend deine Maniküre hin. Also ich habe vor einer Woche, glaube ich, meine Fingernägel gemacht, ne? Und so schauen die jetzt halt nach einer Woche aus, inklusive Adventskalender auspacken und so weiter, ne? Das ist der Hammer. Und ja gut, hier habe ich natürlich ein bisschen mal Glitzer drin, mitten drauf, ne? Weil ich einfach Blödsinn mache in meinem Leben. Warum auch immer ich das habe, aber gut. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Also würde ich auch immer wieder nachkaufen, wenn ich gar keinen Topcoat da habe, dass ich mir den auf jeden Fall nachkaufe, weil das ist mein liebster Topcoat. Topcoat, Topcoat, Topcoat. Dann habe ich hier von Ayeko Skinny Liquid Eyeliner Black. Der hat leider nicht ganz so lange gehalten und ja, war wahrscheinlich einfach schon ein bisschen ausgetrocknet, man weiß es nicht. Ist aber an und für sich ein schöner Eyeliner. Ayeko hat aber tatsächlich noch einen Eyeliner, den ich viel, viel lieber mag. Der hat so eine Pinselspitze vorne dran, der ist richtig, richtig gut. Und die Pinselspitzen-Eyeliner trocknen die auch einfach viel weniger aus, weswegen ich die einfach auch viel geiler finde. Und dann habe ich hier noch von Sephora die Coconut Face Mask gemacht, auch die nur 5 Minuten. Schön nähren, schön dünn, schön pflegend, richtig angenehm. Mochte ich gerne. Dann ja, habe ich hier von Beauty Mates den Augenlifting Booster gemacht. Das ist mit Niacinamiden. Der hilft gegen Augenschatten. Hat mir auch ganz gut gefallen. Wieder. dann habe ich Augenpads aufgebraucht von 111 Skin Cryo Deep Puffing Eye Mask. Die fand ich sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr teuer. Aber ich war sehr, sehr froh, dass ich die halt in den Adventskalender drin hatte und dann konnte ich sie halt verwenden. Ne? So viele Masken, Leute. Die hier fand ich mega. Dr. Jart Plus Vital Hydra Solution hat halt Feuchtigkeit gespendet und alles richtig im Gesicht gemacht. Ne? The Calm Balm von Yepoda, mein liebster Abschminkbalm fürs Double Cleansing. Der ist einfach großartig. Ich kriege damit super mein Augen-Make-up runter und auch mein Gesichts-Make-up natürlich, aber Augen-Make-up ist bei mir halt immer ein bisschen intensiver, weswegen das halt ein bisschen mehr Pflege und Liebe braucht, ne? Und ich habe euch dazu, glaube ich, ja, ein Wimpern-Video kann ich euch, oder habe ich euch schon eingeblendet, keine Ahnung. Die Gold Lip Mask habe ich hier nochmal aufgebraucht. Das waren einige im Trashy drin, ne? Und die habe ich alle rigoros verwendet. Hier habe ich die Grande Mascara. Ihr bekommt auch diese ganzen Grande-Geschichten, Grande Brow, Grande Lash, Grande Mascara immer mal wieder irgendwo in Sets und so. Falls ich ein aktuelles finde, kann ich euch das gerne in der Infobox verlinken. Wer war das? Ich glaube, Kati Contra Junkie, die schwört ja so da drauf, ne? Ich finde die tatsächlich sehr, 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 sehr wenig. Also bin halt eher so der Nabla Vicious Augen Wimpern Mascara-Fan, ne? Ja, hat so ein Faserbürstchen. Ich finde die einfach sehr trocken immer. Und das ist, also, habe ich verwendet, habe ich aufgebraucht, ne? Habe ich zum Ende hin dann quasi als untere Mascara verwendet und darüber dann halt andere Mascara drüber gemacht. Weil hier hast du auch die Lash Boosting Formula mit dabei, die dann ja auch quasi beim Wimpernwachstum helfen soll. So, noch mehr Augenpads, natürlich. Sephora Glowing Vitamin Eye Masks, auch das nur 5 Minuten mit Papaya, sehr dünnes Hydrogel, Pflege fand ich okay, also ne, wenn man das irgendwo mal mit drin hat oder die Möglichkeit hat, das einfach günstig vielleicht auch bei Sephora zu kaufen, dann kann ich das empfehlen, mal auszuprobieren. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich habe hier noch was von Ringana leer gemacht und zwar Fresh Baby. Das war das Öl. Das fand ich toll. Das habe ich aber nicht nur für Julius, sondern auch für mich verwendet. Auf meinen Oberschenkeln halt auch, ne? Also das haben wir uns quasi geteilt. Ja, hatte ich ein paar Mal was davon auch abbekommen. Doch. Aber ich mochte das auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Und das hat eine schöne, zarte Haut gemacht. Und ich verwende halt diese Öle immer gerne von Knie bis zur Hüfte. Und das hilft bei mir halt gegen so ein bisschen gegen Dehnungs und gegen Zellulite und so. Ne? Also bei mir nährt das sehr, sehr gut und der Part meines Körpers wird halt separat gepflegt und da kommt einfach so ein Öl ganz gut. Ja.
Hier habe ich die Balea-Augen, Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kiwi-Extrakt. Fand ich gut, hat nicht gerutscht, genauso wie die anderen ja auch aus der Limited Edition. Hier habe ich von Charlotte Tilbury, kann man gar nicht mehr so gut lesen, Kollagen Super Fusion Facial Oil 3,5 ml. Das war halt nur so eine ganz kleine Geschichte. Habe ich dann aber ganz gerne verwendet, wenn ich halt so einen Peeling-Tag hatte, ne? Wo ich dann halt meine Haut auch sehr strapaziert habe, um dann nochmal so richtig Öle drauf zu geben. Hat meiner Haut gut gefallen. Doch. Also die kann sich nicht beschweren, würde ich mal so sagen. Ne? Die wird ja auch immer sehr lieb gehabt hier. Nochmal die Hydrogel Lip Mask. Ne? Das fand ich top, und zwar ist es das B-Routine Enzym Peeling Pulver, softe Reinigung für jeden Hauttypen geeignet, kann man auf jeden Fall machen. Dann ist hier noch von 111 Skin Celestial Black Diamond Eye Mask drin, fand ich richtig gut, hat mir gut gefallen. Das habe ich von Sarah Isabel mal gekriegt, Spa Moments, ein Duschschaum, Dreamy Flower Sensation, war eine schöne Sache, also hat mir unter der Dusche ganz gut gefallen. Hier habe ich noch eine Mascara aufgebraucht, die habe ich schon eine ganze Weile in Anwendung gehabt, als wenn ich irgendwie eine Mascara verwende, die vielleicht zu klumpig ist zum Ausbürsten. Die ist von Florasis oder Florasis, und ihr seht auch gleich dieses Bürstchen, das sieht aus wie Stoff. Ganz, ganz aufregend. Und damit kriegt ihr wirklich sehr definierte, sehr, sehr lange Wimpern, und gerade wenn man dann halt eine Nabla Vigis Mascara Fresh aufgemacht hat, kommt sowas richtig gut. Dann habe ich einen Raumduft aufgebraucht von Domol Simply Fresh. Der Nachfüller ist das jetzt hier mit Fresh Flowers. Diese passen auch Gott sei Dank in diese Airwick Raumerfrischer mit rein. Andere habe ich auch ausprobiert, funktioniert leider nicht. Also die von Action zum Beispiel, aber die von Rossmann, von Domol, die passen. Und das ist bei uns halt in diesem Automatic, bla, irgendwas, was bei uns im Badezimmer steht. Finde ich großartig, und ja. Da hatten wir jetzt Blumen drin, und jetzt gerade haben wir, glaube ich, irgendwas mit Vanille oder so. Keine Ahnung. Seht ihr im nächsten Aufgebraucht-Video. Noch mehr Liebe für die Füße gab es von Gewohl Soft Feet Creme. Die mochte ich auch sehr gerne. Die hat sehr intensiv tatsächlich sogar gepflegt. Also die war sehr reichhaltig. Was machen wir denn jetzt hier? Rituals. Oh ja, das war toll. Das habe ich von Nicole, Unbox Butterfly Nicole, bekommen. For Baby. Mild and Soothing Body Lotion. Die hat so gut gerochen. Die hat halt leider nicht so diese ultra trockenen Stellen pflegen können. Da habe ich dann nochmal nachgelegt, ne? Aber wenn du das Baby so frisch aus der Dusche und dann mit dem eingecremt, oh, das war immer so toll. Hier habe ich noch eine Fußcreme von Sebamed, die Urea Akut 10%. Ja, die hat auch gut gepflegt, ne? War eine gute Fußcreme, kann man auf jeden Fall machen. Hier habe ich eine Haarkur von Jeanette Len verwendet. Das ist die Aufbau-Haarkur, kräftigende Intensivpflege vegan. Glatt wie Seide waren meine Haare danach, hat mir sehr gut gefallen. Hier habe ich das verwöhnende Cremeöl-Peeling von Kneipp gemacht. Das habe ich mal von Melanie geschenkt gekriegt. Das ist ein wundervolles Peeling. Ein Zuckeröl-Peeling, was richtig angenehm auf der Haut ist und auch ein schönes, gepflegtes Gefühl danach hinterlässt. Ich persönlich muss mich danach nochmal eincremen, weil mir das Öl, was da drin ist, dann nicht reicht. Ne? Aber das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Gibt es in der Drogerie auch in großen Pöttchen. Dann habe ich hier noch Elemis Papaya Enzym Peel 15 ml. Das war halt so schnell leer, und ich glaube, das ist so teuer. Das ist echt traurig. Aber auch da ist Dalton einfach nicht zu schlagen. Von Corica, Korean Heritage, Artemisia. Jo, das hat auch intensiv gerochen, muss ich sagen. Dünner, nasser, toll pflegender Stinky. Okay, ja, es war dünn, es war nass, es war toll, es hat gepflegt, aber es hat gestunken. Ja, auch hier hatte ich wieder Besuch von den Fliegen bei mir im Gesicht. Das ist ein Cleanser gewesen von Ringana. Ich weiß nicht, ich kann euch auch in die Infobox mal die E-Mail-Adresse von Julia reinsetzen. Vielleicht kann die da noch was klar machen, denn eigentlich hatte sie ja das bis September oder so, ne, dass ihr da was günstiger bekommt. Müsst ihr mal schauen, könnt ihr sie mal anschreiben. Auf jeden Fall ist das hier ein Gesichtsreinigungsprodukt gewesen, was sehr, sehr mild war und mir auch echt gut gefallen hat. Und ich fand es auch sehr interessant, wie Ringana hier auch die Probeprodukte drin hat. Also die haben ja auch so Sets, ne? Dass du das halt wirklich hier mit so einem Öffnungs- und Schließmechanismus quasi hast. Das fand ich echt gut. Dann habe ich hier von Balea die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron- und Brombeerextrakt. Die fand ich nice. Ja, habe ich, wie gesagt, die ganze LE leer gekauft. Dann habe ich hier auch noch den Conditioner Super Aufbau Spülung aus der Dreamlinks-Reihe. Den fand ich sehr, sehr gut. Ich habe das ja in der Routine so, dass ich erst meine Haare shampooniere. Wenn ich eine Haarkur verwende, verwende ich sie als zweiten Schritt und dann als dritten Schritt den Conditioner.
Ich muss euch sagen, das hilft genauso, diese Reihenfolge. Und wenn ihr fertig mit dem Duschen und Haare waschen seid, dann ist es kostet Überwindung, aber nochmal kalt abduschen. Gerade so hier Kopf, Haut und Haarlängen und so weiter. Ne? Dadurch kriegt ihr viel mehr Glanz in die Haare. Nur ja, den mochte ich auf jeden Fall. Den konnte ich empfehlen, kann ich empfehlen. Dann habe ich hier auch noch dünn, nass, nicht im Sommer, aber top Ergebnis. Isana Tuchmaske Durstlöscher, genau, weil du Retinol mit drin hast. Ich war ja ganz, also, ne, ja, ich habe das verwendet, als es nicht so sonnig draußen war und so. Und ich wusste, dass ich danach, an dem Tag danach halt nicht mehr so viel in die Sonne gehe. Zum Beispiel von einem Drehtag ist es dann eine ganz gute Sache für mich, weil ich dann ja faktisch eigentlich gar nicht nach draußen komme. Und sowieso aber Lichtschutzfaktor auftrage, falls ich dann doch mal irgendwie den Müll rausbringen muss oder sonst was. Und dementsprechend, ja, war das schön. Dann habe ich hier noch so eine Probe von Ringana leer gemacht. Das ist die Fresh Cream Rich. Die war super reichhaltig. Also die wäre jetzt auch 1A für den Winter bei mir was gewesen. Ne? Und ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Ist sehr, sehr reichhaltig gewesen. Das hat mein Freund leer gemacht und er liebt diese Teile von Rituals. Foaming Shower Gel Sensation mit Mandarin und Yuzu von Rituals. Er steht drauf. Ne? Und es riecht gut. Es riecht alles gut danach. Er riecht gut. Das Badezimmer riecht gut. Die Wohnung riecht gut. Alles riecht gut. Und er freut sich drüber. Und das ist gut. Dann habe ich hier von Dalton noch etwas aufgebraucht. Und zwar die Fußcreme. Ich habe sehr viel Fußcreme aufgebraucht. Aber, ne, meine Füße brauchen Liebe. Eine regenerierende Fußcreme. Und die fand ich auch echt schön, muss ich sagen. Die hat mir gut gefallen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass Dalton auch eine Fußpflege mit dabei hat. Und die mochte ich. Die hat sehr, sehr gut meine Haut gepflegt, hat mir echt gut gefallen und kann ich wärmstens empfehlen. Also da findet ihr bei Dalton wirklich für mittlerweile von Kopf bis Fuß die Produkte. So nämlich. Dann habe ich hier eine Creme aufgebraucht von Biotherm, die Aquasource Hyaluron Plump Gel Creme. Ja, die ist halt eher so für Mischhaut geeignet. Ne? Die war für mich zu wenig und deswegen war ich dann froh, als sie leer war. Ich habe sie als Tagescreme verwendet, weil ich darüber dann sehr dick mir auch Lichtschutzfaktor aufgetragen habe. Aber meine Haut hätte noch mehr Liebe gebraucht. An richtig heißen Tagen war es natürlich vollkommen in Ordnung. Wenn ich jetzt hier auch wirklich bei 30 Grad und dann hier noch gedreht habe und so mit Weihnachtsmütze auf und so, dann brauche ich auch gar nicht so mega viel Reichhaltigkeit. Aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, bin ich ehrlich. Ne, das wäre zu wenig für mich. Also da brauche ich mehr Liebe. Ich habe relativ viele Eyeliner aufgebraucht, weil ich hatte diesen hier von Josephine Cosmetics in längerfristiger Anwendung. Und als der leer gegangen ist, habe ich dann halt wieder angefangen, mich durch meine Eyeliner durchzutesten. Und dann bin ich bei dem geblieben, den ich jetzt aktuell auch wieder in Anwendung habe, was by the way wieder ein Pinselchen ist. Und das hier war auch einer, der so einen Schwämmchen-Applikator hat. Der war eigentlich ganz gut. Den mochte ich schon. Der Flickstick von, wo bist du denn weg? Botanic Beauty, kommt aus so einer Beautybox. Der hat es auch nicht lange gemacht, ne? Das ist auch so ein Schwämmchen gewesen. Also muss man halt immer wirklich Glück haben, dass man irgendwann mal ein Schwämmchen-Eyeliner packt. Und das hatte ich bei dem Josephine, ne? Der dann auch länger hält, aber naja. So, dann habe ich hier noch von Sensai eine Augencreme, Extra Intensive Eye Cream, Alto Belly, 2 ml, sackenteures Moped, sehr gute Pflege, muss ich sagen. Das ist eine sehr, sehr gute Augencreme, solltet ihr die in einem Adventskalender haben oder die Möglichkeit haben, wenn ihr irgendwo bestellt, an so eine Probe dran zu kommen, gönnt euch die. Die ist wirklich toll. Dann habe ich die Kiehl's Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream leer gemacht, fand ich als Nachtcreme okay. Nun, Zahnseide-Sticks habe ich auch gebraucht. Ich sprach eben davon, dass ich jetzt regelmäßig auch immer noch Zahnseide verwende und dann Mundspülung und so. Sehr effektiv. Also meine Zahnärztin hat mir auch schon gesagt, dass man halt einfach merkt, dass ich regelmäßig Zahnseide verwende und dass es hilft. Dann habe ich auch noch die Augenpads von Yepoda aufgebraucht. Das sind die The Deep Puff Espresso, Espresso-Dinger, die jetzt ja auch in diesen Tiegel daherkommen. Die sind auch echt gut. Kann ich auch empfehlen tatsächlich. Das ist halt so ein Wachmacher. Klebt alles schön aneinander. Isana, die Hydrogel-Lippenmaske habe ich hier verwendet. Die war top, hat mir gut gefallen, kann ich empfehlen. Dann diese Crystal Collagen Gold Powder Eye Mask, blitzelt leicht, fand ich aber an und für sich gut. Das sind relativ dünne, die auch eigentlich ganz gut halten. Ne? Dann habe ich die Elmex Zahnpasta aufgebraucht, die Orangene. Wie heißt du denn? Zahnpasta für Hochwirksamen Kariesschutz. Ja,
Die war gut. Die hat mir gut gefallen. Hat auf jeden Fall meine Zähne gereinigt, hat ein angenehmes Gefühl hinterlassen. Von Everline Cosmetics habe ich die Galaxity Holographic Mask Cosmic Stone verwendet. Nope, zu viel Glitzer. Den brauche ich nicht in der Maske drin haben. Das ist nicht so mein Vibe. Dann habe ich ja auch von Ringana dieses Chi getrunken, was dann ja so einen Morgenkick gibt. Fand ich schon gut. Also es hat einen Kaffee ersetzt. Ich sag mal so den zweiten Kaffee von mir. Ne? Den ersten Kaffee, da brauche ich einen echten Kaffee. Das ist einfach so. Da bin ich ein Zombie, gehe wie ein Zombie zum Kaffeeautomaten, drücke auf den Knopf, ziehe mir einen Kaffee und trinke den, nachdem ich mein Kind fertig gemacht habe. Und ja, dann läuft das wohl. Aber ja, das kann man definitiv sich auch gönnen. Das ist ja auch so ein Ingwer-Shot quasi. Ne? Ja, kann man machen. So, ein Primer. Ich habe ganz schön viel dekorative Kosmetik leer gemacht, ne? Der war auch in meinem Project Pen mit drin. Skin Love and Sensitive Primer, den mochte ich sehr, sehr gerne. Hat mit jeder Foundation gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt von Essence. Weiß ich nicht. Die Reihe, die haben die ja irgendwann mal weggemacht, ne? Da ist ja auch der Lieblingsconcealer von meiner lieben Sarah Isabel in Gefahr. Um das mal so zu sagen, ist der überhaupt, gibt es den noch? Oder gibt es den nicht mehr, sag mal? Muss ich mal gucken, ne? So. Ein bisschen was befindet sich hier noch drin. Oh ja, hier habe ich natürlich mein Grande Lash MD, das Lash Enhancing Serum leer gemacht. Bestes Wimpernserum ever, 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 ever. Hormone ja, aber es macht halt auch richtig krasse Wimpern. Ne? Und man muss es einfach für sich selber so entscheiden, möchte man Hormonprodukte verwenden oder nicht. Das ist immer so eine Gewissensfrage mehr oder weniger. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das einfach... dass es mein Selbstbewusstsein hebt, dass ich das verwende und dass ich mich damit einfach sehr wohl fühle und deswegen verwende ich das. Und ja, deswegen muss jeder für sich selber entscheiden, ob man sich das kaufen möchte oder nicht. Ich liebe es. Abgöttisch. Noch eine Mascara ist leer gegangen, die Stella Lash von BH Cosmetics. Ja, die ist auch schon sehr lange offen gewesen, Leute. Wow. Die ist am Ende halt auch nur noch trocken und so auf den Wimpern gewesen. Hatte halt so ein erdnussförmiges Bürstchen, ne? Aber ja, die ist halt jetzt einfach mal durch. Das habe ich verwendet, weil ich auch gerne meinen Teint verlängern wollte. Lancaster Golden Tan Maximizer. Der soll ja dafür sorgen, dass du einen Monat länger noch braun bist. Ja, ne? Die Sonne macht jetzt nicht so viel an mir, aber ein bisschen. Ich habe im Sommer sehr viele Kommentare gekriegt. Oh, Claudi, dein Dekolleté ist so rot. Und ich habe mir gedacht, naja, ich habe wenigstens mal ein bisschen Farbe, Leute. Ihr könnt immer nicht durchgucken. Und ja, es ist, ich werde halt eher rot, als dass ich braun werde. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich Sonnenbaden gehe oder so. Und wenn, dann definitiv mit einem dicken, fetten Lichtschutzfaktor. Und dann ist es eher so Vitamin D baden und oder spazieren gehen halt, ne? Ja, Waldbaden. Hier habe ich nochmal ein Lippi leer gemacht von Chanel, der Rouge Coco 440 Arthur, den hatte ich bei meinen Adventskalender-Unboxings immer verwendet und es war so ein kleiner und der ist jetzt einfach leer. Da ist noch ein bisschen was drin, aber das stinkt. Das möchte ich nicht noch weiter verwenden und ja, dass ich meinen Lippenstift leer mache, Leute, ne? Das ist schon krass. Hier habe ich noch ein Schwämmchen aussortiert, das ist, ich glaube, Luvia mit Crash Cosmetics aus der ersten Generation, das sieht auch schon sehr traurig aus. Also ich mache das auch tatsächlich so, dass ich meine Schwämmchen erst per Hand vorwasche und die ganze Foundation erstmal rauswasche und dann kommt das in einem Säckchen zusammen mit meinen Abschminkpads und so weiter auch in die Waschmaschine, ne? Und das hilft wirklich, die verfärben sich dadurch manchmal, wenn man vielleicht dann auch eine Jeans oder neue Handtücher mitwäscht, aber die sind viel, viel sauberer dadurch. Kann ich auch einfach nur empfehlen. Noch was von Ringana habe ich aufgebraucht, das Anti-Wrinkle-Serum. Das fand ich okay, aber jetzt nicht überragend, muss ich gestehen. Also da habe ich tatsächlich lieber meine Wirkstoffserien, die ich verwende. Apropos Masken, da hätte ich noch eine Handvoll hier. Einmal habe ich hier von Trend It Up die X-Miss Under Eye Patches mit Gurkenextrakt und Hyaluronsäure. Rutscht viel, pflegt wenig, war leider sehr, sehr ernüchternd. Dann habe ich hier die Selfie Project Smooth Me Up Maske. Das ist eine Sheet-Maske gewesen. Hier, Dalton Caviar Deluxe Gold Lookalike, aber leider nicht gut. War zu dick, zu wenig Serum. Nö, mochte ich nicht. Auch hier wieder so eine Glitzergeschichte, ich verstehe es nicht. Ist nicht meine Welt. Beauty Hyaluron Augengelplätz von Balea. Da habt ihr mich so oft nachgefragt, ob ich die mal ausprobieren kann. Vor allem so in Relation zu denen von Dalton. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, wenn man sich auch die Inhaltsstoffe anguckt,
dass man schon merkt, dass Dalton da etwas andere Inhaltsstoffe drin hat und auch bei dem Effekt. Also das sind auch welche, die ich für jeden Tag verwenden würde und die von Dalton, wie gesagt, einmal in der Woche und der Effekt von den Dalton Pads hält langfristig an. Und hier ist es halt eher so ein Soforteffekt, also für den Tag, wo ich die drauf habe, bis abends oder so, ne? Also für das Event, wo ich die verwende, aber ja, ich will... Ist okay, aber für mich persönlich keine Alternative tatsächlich. Dann habe ich hier die Seventh Heaven Barbie Pink Chocolate Maske gemacht, klärt und mattiert, ohne auszutrocknen, was ich sehr, sehr angenehm fand. Fand ich gut. Die Eveline Cosmetics Power Shake Mask Illuminating mit Probiotika habe ich verwendet, die fand ich top. War eine Crememaske und keine Tuchmaske. Und zu guter Letzt von der lieben Emmy habe ich hier von Lufos Heilerde die Clean-Maske geschenkt gekriegt. Fand ich sehr, sehr gut. Die klärt auch sehr, sehr gut. Und Heilerde ist auch eine sehr beruhigende Geschichte. Kann ich wirklich empfehlen. Ist ein tolles Produkt. So, mein Tisch ist voll. Mein Eimer ist leer. Nein, ist es nicht. Ich habe hier noch eine Ampulle dran von Isana. Beauty-Konzentrat Bakuchiol Booster. Das ist die pflanzliche Alternative zu Retinol. Das ist diese hier. Ist solide. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt mal mein Aufgebrauch-Video gewesen. Es ist viel, aber ich hoffe, dass ich euch ein paar Infos mit an die Hand geben konnte und euch vielleicht ein paar Produkte näher bringen konnte und vielleicht bei manchen Produkten euch vor einem Fehlkauf bewahren konnte. Denkt auf jeden Fall dran, dass hier in diesem Video auch eine Verlosung ist und dass auch aktuell Spa-Claudi für 25% Rabatt bei Dalton euch einen satten Rabatt einräumt. Nun, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.